Wenn Barbara Kohut über ihre Mitgliedschaft bei den Zeugen Jehovas spricht, lässt das keinen der Zuhörer kalt. Sie lebte über 60 Jahre innerhalb der Sekte. Als sie kritische Fragen stellte, musste sie gehen und wurde ausgeschlossen. Das war im Jahr 2009. Das hat bedeutet, dass ich meine gesamten sozialen Kontakte verloren habe. Also von der Minute an hat niemand mehr mit mir gesprochen von meinen bisherigen Freunden. Und vor allem, was halt besonders wehgetan hat, war, dass meine Familie sich auch an dieses Verbot gehalten hat. Meine Mutter ist heute 98 und ich habe seit 2009 kein Wort mehr mit ihr reden können. Auch meine anderen Geschwister und Familienmitglieder, das ist besonders hart und ich empfinde das auch sehr traurig, dass wir als Betroffene hier vom Staat her keine Unterstützung bekommen, dass diktatorische, ja, bedenkliche Gemeinschaften innerorganisatorisch Regeln aufstellen dürfen, die ganz offen gegen unsere Verfassung und unsere verfassungsmäßigen Rechte verstoßen, indem sie auch meine Gewissens- und Glaubensfreiheit einschränken. Und ich kann mich nicht dagegen wehren. Wenn Bleiben einfacher ist als Gehen. Warum ist es so schwer, sich von einer Sekte oder einer sogenannten neureligiösen Bewegung loszusagen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Veranstaltung im Haus St. Ulrich. Und natürlich ging es auch darum, was innerhalb von Sekten mit den Mitgliedern geschieht. Wenn ich dann mal auf einen Lebensberater gehört habe und der sagt, mein Weg ist der einzige, dann kann es sehr schnell dazu führen, dass ich meinen Beruf aufgebe, dass ich mich von meiner Familie trennen muss, dass ich mein ganzes bisherige Leben praktisch aufgeben muss und dass ich dann in so eine Abhängigkeit gerate, dass es fast nicht mehr möglich ist, rauszukommen. Dass es eben einfacher ist, zu bleiben, als dann zu gehen. Mit diesem Problem befasst sich Herbert Busch seit einem Vierteljahrhundert. Der Sozialtherapeut hat vielen Menschen geholfen, sich aus einer ungesunden Umklammerung zu befreien. Herr Busch, das Thema heute ist, wenn Bleiben einfacher ist als Gehen. Warum tun sich denn viele Menschen so schwer, aus einer Sekte auszusteigen? Das hat einmal grundsätzliche sozialpsychologische Ursachen. Wenn man geht, ist man derjenige, der sozusagen auch die Schuldgefühle provoziert. Man ist der, der verlässt, der rausgeht aus der Partnerschaft, aus der Familie, ne? Und bei einer religiösen Sekte ist das Ganze nochmal religiös überhöht. Weil, wenn ich gelernt habe, dass es Gottes Wille ist, dass ich in dieser Gruppe bin und gleichzeitig auch berufen bin, die Welt zu retten, sind natürlich beide Sachen schwerer zu wechseln, als wenn ich sage, mir gefällt es nicht mehr in dieser Gruppe von, was weiß ich nicht, Kleingärtnern oder so. Das geht einfach leichter, weil das, was in weltanschaulichen Gruppen passiert, immer dieses religiöse Mäntelchen hat, was immunisiert gegen Kritik, was immunisiert gegen eigenes Denken und was immunisiert gegen eigene Entscheidungen. Wann spricht man überhaupt von einer Sekte? Gibt es da eine klare Definition? Ja, es gibt eine religionswissenschaftliche Definition, das heißt Nachfolgen, Abspalten. Damit ist dann gemeint, dass sich aus einer größeren religiösen Gemeinschaft etwas Sektenhaftes entwickelt hat. Aber inzwischen, glaube ich, ist es ein völlig untauglicher Begriff geworden, der zwar umgangssprachlich sozusagen Unheil mit transportiert, aber wenn man genau sein will, müsste man sagen, religiöse oder psychische Gemeinschaft, psychologische Gemeinschaft mit hohem Konfliktpotenzial. Jetzt verwende ich den Begriff Sekte doch noch einmal. Gibt es denn eigentlich einen Überblick, wie viele dieser Sekten hier bei uns in Deutschland existieren und wie viele Menschen sind dort drin? Ja, bei der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, sogenannte Sekten- und Psychokulte, hat man 1998, glaube ich, in etwa 800 religiöse Gemeinschaften erfasst und definiert. Darüber hinaus, glaube ich, hat sich aber nochmal eine Atomisierung entwickelt. Ne? Das heißt, es gibt heute viele kleinste und kleine Gemeinschaften, die ja auf einer Kleingruppenebene ihr eigenes Programm propagieren. Das muss auch nicht zwingend schlecht sein, ne? Aber durch die Vielzahl dieser Gruppierungen und Abspaltungen und eigenen Wege ist die religiöse Landschaft völlig unübersichtlich geworden und wir unterteilen in Hauptströmungen, Fundamentalismus, Heil und Heilung, östliche Religiosität, Jugendreligionen, ne? So. Welche konkreten Probleme haben denn die Menschen, die jahrelang oder vielleicht sogar jahrzehntelang in einer solchen Sekte gelebt haben?
Ich nehme gerne das Beispiel, was ich in Schulklassen nehme. Stellen Sie sich eine Schulklasse vor. Ich wäre der Lehrer dieser Schulklasse, 25 Schüler. Und wir müssten für die nächsten 5 Jahre, außer dem Weg zur Kantine, hätten wir keinen Außenkontakt. Also kein Kino, kein Schwimmbad, keine Freunde. Ne? Und wir wären auch der Gruppendynamik dieser Klasse ausgesetzt. Und ich würde sagen, was wichtig ist für die Leute und wie die sich verhalten müssen. Sie können sich die massiven Veränderungsprozesse in den Personen, in der Gruppe und in der Machthierarchie vorstellen. Nach 5 Jahren wäre diese Klassengemeinschaft in keiner Weise gut vorbereitet auf die Dinge, die draußen wären, sondern hätte in diesem kleinen, wie eine Insel der Seligen, in diesem kleinen Mikrokosmos gelernt zu existieren und zu funktionieren und hätte draußen keine Chance mehr, an normalen Entscheidungsprozessen, demokratischen Prozessen oder anderen Dingen teilzunehmen. Ich habe einen Begriff dafür geprägt, der Isolation heißt. Das ist noch mehr als Isolation. Das ist ein wirklich Leben unter einer Käseglocke, unter ganz eigenen Bedingungen. Wie können Sie diesen Menschen konkret helfen? Was kann das Umfeld dieser Menschen tun? Eigentlich kann ich nur das tun, was jeder andere Mensch auch tun kann. Ich muss mir die Geschichte anhören, ich muss aufmerksam sein. Niemand geht ja in eine Sekte, um sich den Tag zu versauen oder sein Leben zu ruinieren, sondern weil er hofft, dass da seine Fragen und seine Probleme beantwortet bzw. gelöst werden. Die erste Frage ist immer, was war eigentlich das Motiv, warum Sie reingegangen sind? Was war gut an dieser Gruppe? Was hat Sie angesprochen? Die zweite ist, und haben Sie das gekriegt? Und die dritte Frage ist, was denken Sie jetzt? Ne? Und darüber hinaus kann, glaube ich, jeder, der merkt, dass jemand auf einem seltsamen Weg ist, ne, einfach über die Bekanntschaft, über die Freundschaft sagen, ne, das verstehe ich jetzt nicht, kannst du mir mal erklären, was du da machst? Ne? Und auch den Mut haben zu sagen, tut mir leid, das finde ich jetzt abstrus. Ne? Oder, also ich bin schon viel rumgekommen und mit der Kirche ist das auch nicht so einfach, aber das ist ja noch mal ein bisschen stärkerer Tobak. Ne? Und über dieses normale Interesse, die Auseinandersetzung damit, ne, und das klare, unaufgelöste Positionieren wäre schon sehr viel geholfen.